Das ist komisch, vor so einer Kamera zu stehen, so das erste Mal. So darf ich ein bisschen locker stehen, oder? So. Stehe ich so noch richtig? Also? Ja, hallo, mein Name ist Matthias. Stefan Klebe, ich bin bald 44 Jahre alt. Dirk Matern. Ich bin die Silke Schäfer. Mein Name ist Frank Hillert. Mein Name ist Maxi Preisler. Jens Wagner. Ich bin René Brugner. Mein Name ist Tom Kaufmann. Bin dualer Student, jetzt im zweiten Ausbildungsjahr schon. Der BGV selber, das ist ein kleines, feines, anständiges, aber auch ein familiäres Unternehmen. Bin seit 12 Jahren jetzt schon beim BGV, liebe den Laden total und feiere das eigentlich jeden Tag, hier arbeiten zu dürfen. Ich bin seit 2003 beim BGV und seither auch zuständig für den nebenberuflichen Vertriebsaußendienst. Als ich mein Büro eröffnet habe, habe ich alleine gestartet für das erste halbe Jahr. Da habe ich relativ schnell erkannt, dass ich Unterstützung brauche. Dementsprechend kam dann die Frau Wenske zu mir als meine Bürokraft. Ins Team wird man immer relativ gut und schnell integriert, weil alle sind immer wieder super freundlich. Das ist so ein bisschen der Flair vom BGV auch. Mir ist der Einstieg wirklich unheimlich leicht gemacht worden. Man kriegt hier jegliche Chancen, sich zu entwickeln. Wir im Vertrieb hier in der Regionaldirektion Karlsruhe machen die Türen immer auf. Leben auch die Fehlerkultur. Ja, und vor allem der Kundencenterleiter hier in Karlsruhe war natürlich immer ein sehr, sehr großes Vorbild für mich. Passt es so, Stefan? Karlsruhe ist ja bekannt, das ist ja Badens Hauptstadt. Das ist ja bekannt als Technologieregion. Wir haben ja hier auch das KIT beispielsweise, das ZKM, medientechnisch super gut aufgestellt. Man kann alles erreichen, es sind kurze Wege. Das ist einfach total, total toll. Ja. Wir sind hier der Place to be tatsächlich. Und zu der Region gehören auch die Kreisstadt Ettlingen beispielsweise, die Stadt Bretten, das Walzbachtal, Eppingen, Pfinztal, Pforzheim und der ganze Enzkreis. Das Miteinander zwischen Führung, zwischen Spezialisten und natürlich auch dem Verkauf ist sehr, sehr nah. Dafür ist der Weg sehr kurz. Das haben wir wirklich auch so von Anfang an gelebt. Nicht als Konkurrenz, sondern wirklich als Miteinander. Und das muss ich sagen, das ist beim BGV wirklich toll. Also nicht so dieses Konkurrenzdenken, sondern jeder unterstützt den anderen. Und das finde ich wirklich toll. Wir haben eine große Mischung zwischen Jung und Alt. Ja, da ist alles was dabei. Alle möglichen Expertisen. Als Hauptanlaufpunkt ist in Pforzheim natürlich und in der Region unser Kundencenter in Pforzheim. Da kann jeder rein, der will, der Unterstützung braucht, der Flyer braucht oder Anträge oder Mofa-Schilder. Wir sind aber nah bei unseren Kunden. Ich kriege teilweise Gänsehaut beim Sprechen bei sowas. Ne? Gerade wenn ein Kunde auch mal einen schlimmen Schadensfall erleidet, ja, aber das finanzielle Leid in irgendeiner Form von uns eben abgenommen bekommt. Wir hatten einen Stand beim KSC und auch einen Stand am Rheinstrandbad, wo wir Gewinnspiele machen oder auch Wasserbälle verlosen zum Beispiel. Mit dem Ball war, glaube ich, auch ganz witzig vielleicht. Der BGV hat ja schon immer, also so kenne ich es von Anfang an, sich sozial engagiert. Wir sind ja auch einer der Hauptsponsoren beim KSC. Wir haben da bei jedem Heimspiel einen Stand und den Stand haben wir nicht irgendwo. Den haben wir direkt bei uns im BGV-Familienblock, wo wir Fahnen verteilen, wo wir Preisausschreiben machen. Da gibt es ein Trikot zu gewinnen. Das macht den Kindern riesen Spaß. Farb war richtig, aber sonst. Und auch kleinere Vereine, wie zum Beispiel, dass man einem kleinen Verein ermöglicht, einen Trikotsatz für einen günstigen Preis zu erwerben. Also das sind wirklich einfach tolle Sachen. Kommt zu uns, wir sind echt ein toller, geiler Laden, jung, dynamisch, engagiert. Bei uns darf man Fehler machen und darf sich weiterentwickeln. Wir sind ein tolles Team, es macht riesen Spaß bei uns. Schick deine Unterlagen, dann lernen wir uns kennen. Ich freue mich auf dich.